warte eine Sekunde. Oh mein Gott. Phoebe. Ich ruf gleich zurück. Phoebe, warte, ich kann alles erklären. Du bist ein Dämon oder sowas ähnliches, nicht wahr? Nein. Warte, überleg doch mal. Wenn ich tatsächlich ein Dämon wäre, hätte ich doch schon 100-mal Gelegenheit gehabt, euch etwas anzutun. Meinst du nicht? Das ist ein gutes Argument. Aber die meisten Handwerker benutzen normalerweise eine Leiter, wenn sie einen Kronleuchter reparieren. Bist du vielleicht ein Hexer? Nein. Was bist du dann? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bis heute habe ich gedacht, du wärst bloß ein handwerklich geschickter junger Mann. Und jetzt stellt sich heraus, du bist ein... Wächter des Lichts. Ein Wächter des Lichts. Was ist ein Wächter des Lichts? Naja, so eine Art Bote und im Beistand. Betrachte uns einfach als Schutzengel der guten Hexen. Dein Tee ist kalt. Autsch. Deine Fähigkeiten sind sehr nützlich. Dann hast du die ganze Zeit über genau gewusst, wer wir sind? Ja, ich wurde geschickt, um auf dich und deine Schwestern aufzupassen. Und um euch zu helfen, wo immer ich konnte. Von wem geschickt? Geheim. Oh. Okay, von unserem Ältestenrat wurde ich geschickt. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dass du mir auf die Schliche kommst, war nicht vorgesehen. Das wird vermutlich Ärger geben. Und warum bist du zurückgekommen? Stecken wir etwa in Schwierigkeiten? Nein, ihr nicht, aber ein kleiner Junge namens Max. Max? Warte, das hat doch... Das Zauberbrett geschrieben. Ich weiß. Also Max kann mit seinen Kräften noch nicht richtig umgehen. Er ist noch sehr jung und unerfahren. Aber er steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Jemand will sich seine Fähigkeiten zunutze machen. Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Schon geschehen. Ich habe dafür gesorgt, dass Prue seinen Hilferuf empfängt. Nur deswegen bin ich zurückgeschickt worden. Alles Weitere bleibt deiner Schwester überlassen. Ja, aber Prue weiß doch nichts über den Jungen. Weder wo er wohnt, noch sonst irgendwas. Sie wird's schon rauskriegen. Und du musst... mein Geheimnis für dich behalten. Ich könnte sonst Ärger bekommen. Piper und Prue dürfen nie erfahren, wer ich in Wirklichkeit bin. Ich muss ein Geheimnis hüten? Da hast du dir aber die falsche Halliwell ausgesucht. Warte. Du musst es wenigstens Piper sagen, denn so wie ich sie kenne, wird sie denken, dass du... Ich weiß. Und deswegen brauche ich jetzt deine Hilfe. Weißt du, es ist Wächtern des Lichts nun mal leider nicht erlaubt, sich in Hexen zu verlieben. Genauso wie es Engel nicht gestattet ist, sich in Menschen zu verlieben. Und genau das ist geschehen. Ich habe mich in Piper verliebt. Du ahnst ja nicht, wie viel du ihr bedeutest. Es ist nicht fair, sie im Unklaren zu lassen. Die Situation ist zum Verrücktwerden. Einerseits werde ich gezwungen sein, Piper zu sagen, dass ich sie nie wiedersehen kann. Andererseits darf ich nicht verraten, wieso. Das Einzige, was dir da helfen kann, wäre ein Wunder.